Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play RimWorld. Wir spielen die Beta 18 und sind in der zweiten Staffel. Wir haben hier ein nettes Völkchen, das sich in der Steppe niedergelassen hat, / Savanne. Und die bauen sich dort erstmal ihr neues Zuhause auf. So, mein lieber Major, du darfst jetzt hier vielleicht noch mal ein paar mehr Marmorblöcke basteln. Das tut deinem Skill sehr gut. Er mag Bergbau, okay. Ich frage mich, bei welchem Skill da steigt. Es müsste eigentlich Handwerk sein, ne? Zumindest steht das zu hoffen, dass es Handwerk ist. Schauen wir doch mal, was passiert. Wenn er mit dem Ding hier fertig ist, ob das noch ein bisschen hoch geht. Ich meine, es ist jetzt nicht so, als fände er das besonders gut, aber... So, ihr Lieben. Noch ein bisschen mehr Wände und dann ist auch die Kammer wieder zu. Ist echt schlimm. Ich habe hier so viele Sachen die letzte Zeit aus dem Fels geschlagen. Okay, so. Hier ein Ventilator, eine Lüftung. Damit die Krankenstation nicht zu kühl wird. Nicht zu warm. Denn die Wärme ist ja hier das Problem in der Gegend. 23 Grad, 23 Grad. Boah, das ist okay. Also ich denke mal, wenn es draußen 40 Grad sind und im Haus irgendwie so um die 20, ist das absolut okay. Das lässt sich aushalten. Vor allem, wenn es zu kalt wird, ist das auch nicht gut. Ist jedenfalls nicht sehr gesund. Man wird ziemlich leicht krank. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich in klimatisierte Umgebungen komme, nachdem es draußen arschwarm war, ich hole mir unglaublich schnell irgendwie eine Erkältung. Das wollen wir ja jetzt hier bei unseren Kolonisten nicht unbedingt haben. So, Licht haben wir jetzt hier auch. Sehr schön. Tja, so langsam wird es hier ganz kuschelig werden. Mal gucken, wie viel Stahl wir im Moment haben. Kann ich dann nämlich die nächste Stromleitung legen. Dann können wir nämlich auch hier die ganzen Räume mal ein bisschen erleuchten. Ewig im Dunkeln mögen die Leute nämlich nicht. Und ich fürchte, bei Ravens Zimmer müssen wir noch irgendwas machen. Mein Schlafzimmer ist ein abscheulicher Ort. Pff. Ach ja. Aber ich wollte ja auch noch ein Regal basteln, auf das ich dann die ganzen Medizin packen kann. Hupsa. Wir nehmen ein Marmorblockregal. Passend zur Inneneinrichtung, zum Stil hier. Wenn schon, denn schon. Wir können ja inzwischen klotzen. Wir haben hier so viel Marmor. Ah, okay. Erstmal ein bisschen vorscrollen, weil irgendwie passiert hier nachts nicht sehr viel. Das ist auch okay. Dumm-di-dumm. Alle haben süße Träume. Nur einsam im Bett. Also irgendwie finde ich das ein bisschen schade, dass das mit den Romanzen hier so schwierig läuft. Ich das immer höre so von... Huch! Eine freundliche KI aus deiner Vergangenheit namens Charlon Whitestone hat dir eine Nachricht geschickt. Er erzählt dir, dass er ein Raumschiff auf dem Planeten versteckt hat und gibt dir Koordinaten. Das Raumschiff ist aktuell im Tiefschlafmodus. Wenn du ankommst, musst es erst hochfahren und dann gegen angreifende Räuber verteidigen, die es stehlen wollen, bis die Startsequenz abgeschlossen ist.
Wenn du zu diesem Schiff reist, wird Charlin dich aus dieser Rimwelt herausfliegen. Okay, mal kurz gucken, wo das Ding überhaupt ist. Ja, natürlich am anderen Eck. Also hier unten ist irgendwie mein Zuhause und da oben ist das Schiff. Na, nie vergiss es. Also, sorry. Nope. Warte mal. Wo unten? Wir waren doch hier irgendwo. Wo ist unser Zuhause? Ist das hier? Ah ja, hier Hope Valley. Also von da nach da ist das schon so ein bisschen ein längerer Weg. Seufz. Egal. Huch. Sie sind alle hier schon wieder total am Werkel. Meine Güte. Ich mach doch gar nichts. So, das arme Hundi wird auch irgendwie nicht trainiert. Wer sollte das denn machen? War das Iselle? Tiere, genau. Du wolltest das doch eigentlich machen. Kann nicht trainieren. So niedrig. Ah, shit. Wie hoch muss die denn sein? Tierpflege Mindestwert ist 6. Ich krieg die Krise, okay. Das heißt, wir müssen mal gucken, ob wir irgendwas leichter zu zähmendes finden. Damit die gute Iselle ein bisschen trainieren kann. Gucken wir mal hier. 6. Arg. Okay, shit. Schauen wir doch mal, ob ich noch irgendwelche anderen Tiere finde. Hier waren doch vorhin so viele. Okay, Ratten wollen wir jetzt eigentlich nicht. Was ist das hier? Gazelle, okay. 6. Alter, gibt es hier vielleicht auch irgendwelche Viecher, die nicht so einen Mega-Mindestwert haben? Wie soll das denn bitte gehen, Leute? Was bist du? Geiß, okay. 3. Oh, das klingt doch gut. Zähmen. Wir müssen es zumindest probieren. Was braucht man für dich? Auch 3. Oh, das ist cool. Du bist vor allem näher dran. Ich werde mal ein Wildschwein versuchen zu zähmen. Mal gucken, ob das gut läuft. Was braucht man denn für einen Emu? 8. What? Okay, krass. Ach Gott, hier sind eigentlich gar nicht so wenige Viecher, aber irgendwie... Nun ja. Okay. Wir werden jetzt hier mal eine Essenskoch-Einrichtung basteln. So, koche einfache Mahlzeit, bis du 10 Stück hast. Das sollte eigentlich bei 3 Leuten voll auf reichen. So, was haben wir hier? Nein, keine Waffen und auch keine Kleidung. Hier kommt Medizin hin. Und ich denke mal, hier lagere ich sie aus, damit das Zeug auf jeden Fall immer nach oben nachgeschafft wird. So, gucken wir mal, wie gut sich die Iselle schlägt. Ach, sie versucht das noch hier, okay. Naja, aber zumindest geht der Skill hoch, darum geht es ja bei der ganzen Sache. Wenig Medizin. What? Ja gut. Macht ja nichts. Die liegt hier auch ganz gut. Sowas, dass man den Hund natürlich erst dann trainieren kann, wenn der Skill hoch genug ist, das war mir schon klar, nur dass ich hier niemanden habe, der es überhaupt irgendwie versuchen kann, ist natürlich ein bisschen blöde. Spaß ist was anderes. Oh, hier kommt schon erstmal die Baumwolle voran, das finde ich sehr gut. Dann können wir nämlich auch mal anfangen, hier ein paar Böden zu basteln. Aber wir brauchen erst noch einen Labortisch. 75 Marmorblöcke? Okay. Boah, teurer Spaß. Echt jetzt. Und weil wir ja nette Leute sind, geben wir den Kolonisten auch noch Stühle für ihre Arbeit.
So, gucken wir doch mal. Nee, der sieht nicht gut aus. Aber den könnte man abbauen. Und den. Das bisschen Holz, das ich jetzt hier raushole, reicht hoffentlich für die ganzen Stühle. So, schauen wir doch mal. Oh, hier ist auch noch ein Baum. Nee, 71%, das ist zu wenig. Eiwei. Und hier liegen lauter so Stahlschlackebrocken rum. Die wollen wir eigentlich auch nicht. Die kann man später, wenn ich mich nicht total irre, auch verarbeiten. Aber das ist natürlich so ein bisschen blöd, wenn man das jetzt noch nicht kann und erstmal langwierig erforschen müsste. So. Jetzt habe ich hier hoffentlich genügend Bäumchen irgendwie angetargetet. Voll der Forschungstisch hier. Der sieht ja schon mal... Naja, zumindest sieht er hoffentlich in Grau von Marmor ein bisschen schicker aus. Was macht denn gut Isel? Ah ja, die erntet hier erstmal ein bisschen Futter. Das finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Kann man immer brauchen. Hier ist auch noch... einiges an Stahl, finde ich gut. Kann man nicht genug haben, wenn man später so Selbstschussanlagen und so Zeug haben möchte. Aber bisher ist unsere Kolonie eigentlich recht gut vorbereitet auf alle möglichen Dinge. Vorratskapsel. Oh, du hast den Absturz einer Vorratskapsel registriert. Vielleicht finden wir irgendwas selbst. Alter. Wow, was ist denn das? Kalksteinblöcke. Okay. Naja, kann man ja schon mal einsammeln. Und dann bitte... Ja, die holen sie dann schon von selbst. Gott, ich kenne mich in der Karte noch irgendwie gar nicht aus. Ach, hier oben ist meine Kolonie. Schlimm. Ich bin noch dran gewöhnt, von der alten Kolonie, die ich da hatte in der ersten Staffel, dass das so einigermaßen zentral mittig war. Ich versuche auch immer automatisch in diese Richtung zu scrollen, so rein aus Gewohnheit. So. Die Stromleitung dürfte eigentlich schon stehen. So, Raven baut jetzt erst nochmal Stühle. Zum Arbeiten finde ich das jetzt nicht verkehrt. Oh, also in Grau sieht der echt nicht schlecht aus, der Marmortisch. Hat schon was. Und Major erntet schon wieder Kartoffeln. Also wir haben hier so viel Futter. Das reicht auch nur für ein paar Gefangene. Oh Mann. Stimmt, ich sollte noch ein, zwei Zellen oder sowas bauen. Ah. Was haben wir denn hier? Gazellenleder. Ah ja, stimmt, von dieser durchgedrehten Gazelle, die da versucht hat, unsere Kolonisten zu fressen. Nun ja. Aber bisher ist Phoebe Chillout fast ein bisschen zu gechillt für meinen Geschmack. Wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, dass irgendwie so alle drei, vier Tage in Angriff kommt, dann ist das erstmal ohne etwas irritierend. Aber ich finde es natürlich auch schön, dass ich hier die Zeit habe, mich ein bisschen auszubauen, ein bisschen was zu basteln. So. Okay, die einfache Mahlzeit war wohl nicht so der Brille. Eieiei. Okay, jetzt kommt hier überall erstmal ein bisschen Licht rein. Oh, Major, du versuchst es jetzt bei Raven. Ach, sie mag aber irgendwie nicht. Ach je. Mensch, Mädels. Dabei ist er doch so nett und er ist Offizier. Ist das gar nichts wert? Ah, oh Mann. Ich sehe das schon kommen. Das wird wieder irgendwie so 20 Folgen dauern, bis da endlich mal irgendwie jemand sich mit irgendwem zusammenfindet. Ach, seufz. Ist ja jetzt eigentlich nicht so das, was ich hier mir gedacht hatte.
So, wir ernten erst noch mal eine Runde Reis, okay. Kann ich den eigentlich auch irgendwo anders installieren? Nein, den muss ich ganz abreißen. Ach, das ist doch ein bisschen kacke. Freut mich jetzt nicht so sehr. So, wir haben hier noch diesen Generatorraum, den ich eigentlich noch fertig bauen könnte. So, also hier diese Teile noch weg und dann hier eine Mauer ran. Das darf man dann abreißen und Strukturen, Marmorwand. Und die Tür kommt dann hier hin. Gott, das ist so viel Essen. Die werden das doch im Leben nicht fertig kriegen irgendwie. Okay, da kam das Mittagessen wieder raus. Oh je. Mensch, arme Iselle, das ist ja nicht schön sowas. Oh je, je, je. Das Leben ist schon hart und unerbittlich. Ist hier auch schon wieder am Beeren ernten. Boah, das ist viel zu viel Essen. Ich glaube, das wird einfach auf dem Feld verderben, weil ich gar nicht so viel Zeug brauche. Erstmal. Aber gut, wir haben ja auch kaum Gefangene, die irgendwie mitessen und dann dafür sorgen, dass unsere Kolonie irgendwie fast verhungert oder so. So, hier haben wir auch noch ein Stühlchen zum Arbeiten. Da bin ich doch nett zu meinen Kolonisten. Ich gönne ihnen inzwischen auch ein schönes, angenehmes Plätzchen zum Sitzen, damit sie da auch im Sitzen arbeiten können. Irgendjemand müsste hier mal putzen. Du baust Reis an, was musst du? Du trägst Holz, okay. Ich bin echt am überlegen, wie ich das jetzt hier ein bisschen aufhübschen kann. Tresen, königlicher Nachttisch. Nachttisch generell. Warte mal, das Bettchen hier verlegen wir mal ein Stückchen. Nach hinten. So. Und Nachttisch ist ja auch nie verkehrt. Okay, Isel, wo bist du denn? Auch, okay. Die muss jetzt auch mal eine Runde pennen. Dum-di-dum. Es ist eine schöne, klare Nacht. Draußen 30 Grad, innen 19. Ich denke, das ist okay. Da schwitzt man sich auch nicht schief. Pflanze angepflanzt, das macht ihn glücklich, dass er das machen kann. Ich finde das echt süß. Und er wird langsam aber sicher besser. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Denn bald soll er auch Heilpflanzen anbauen können. Und das geht erst ab Stufe 8. Da hat er noch ein bisschen was vor sich. Waffenhändler von Sippe der Biaxe. Okay. Na, der kommt hier aber auch noch vorbei. Insofern ist das jetzt nicht wild. So, das ist für Raven. Dann gucken wir doch mal, was wir hier Schönes anbauen können. Pflanzkasten. Große, flache Basis für dekorative Blumen. Einfacher zu bauen, aber nicht ganz so hübsch wie ein Blumentopf. Okay. Wo gibt's denn einen Blumentopf? Ach, das... Ah. Bauen wir hier doch mal einen Blumentopf. Vielleicht hat sie da eine bessere Laune. Das finde ich ja auch witzig. Wow, Alter, wie viele sind das denn? Okay. So, wer von uns war denn jetzt derjenige, der gut reden... Nee, warte mal, das war Raven. Stimmt, bei ihr hatte ich... Oder? Sozial hatte ich ihr zumindest mitgegeben. Ja, ich weiß, ich wollte es nicht machen, aber... irgendjemand mit Sozial braucht man nun mal. Es geht nicht ohne. Es geht nun mal nicht ohne, Leute. Es geht halt nicht. Wow, wie viele sind das denn? Die sehen ja voll krass aus. Mit Kamelen. Last... nee, keine Kamele. Das sind Dromedar. Geil. Last-Dromedare in der Wüste. Das finde ich ja sehr witzig. So, da kommt die gute Raven. Ich fürchte nur, wir haben so richtig gar kein Geld. Nichts, was wir denen groß anbieten könnten. Der hat eine Maske auf. Alter. Wie gut, dass hier kein Stroh liegt.
Okay. Oh, die hätten hier sogar einen Polarfuchs und einen Wag, aber ich habe dafür absolut gar kein Geld. Eieiei. Stahlspeer, Marmortaschenmesser. Eieiei, okay, ich habe hier echt so gar nichts, was ich irgendwie mit denen handeln könnte. Ich könnte ihnen den Timberwolf verkaufen, aber das will ich nicht, den brauche ich nämlich selber. Marmortaschenmesser. Okay, das ist irgendwie so ein bisschen irritierend. Okay, aber ihr habt echt nichts, was ich irgendwie haben wollen würde. Kasuarleder. Was ist denn ein Kasuar? Ist auch irgendwas, was ich noch nicht kenne. Stoffkriegsschleier überlegen. Okay. Das klingt irgendwie sehr interessant, aber nope, ihr habt nichts, was ich brauchen kann. Schade drum. Ich hätte gern mit euch gehandelt. Ihr seht auch interessant aus. Also, die finde ich irgendwie sehr cool. Ach, das ist wahrscheinlich dieser Kriegsschleier. Der Humps hat so ein Dings, was ihm vorm Gesicht hängt. Ich würde mal wetten, dass das tatsächlich der Schleier ist. Sieht ja interessant aus. So. Aber ich muss noch ausprobieren, wer hier forschen darf. Waldarbeit, kochen, jagen, bauen. Wo bist du denn hier? Reinigen, forschen. Isel soll das dürfen und Major darf das dann auch. Aber ich muss noch eine Forschung einstellen. Klar, da war ja was. So, Betten habe ich, Schlafsäcke brauen. Wir werden uns erstmal darum kümmern, was zu brauen. Denn meine Damen und Herren sollen ja ein bisschen gute Laune kriegen. Ich glaube, dafür baue ich gleich nochmal ein Feld an. Ein bisschen mit so Hopfen. Hopfen ist immer gut. Da ist Hopfen und Malz noch nicht verloren. Gott, hier sind wieder so viele Steine. Irgendwie ist echt schlimm. So, Hopfen. Heugras? Nee, das geht noch gar nicht. Okay. Nee, doch Hopfen hier. Und die dürfen dann auch weg. So, warte mal, das Forschen. Aber wir haben hier keinen motivierten Forscher, wie es aussieht. Geistige Arbeit macht er zwar, muss aber jetzt nicht. Und Isel ist diejenige, die gerne forschen möchte. Okay. Sehe doch hier bitte mal eine Taglilie rein, damit die gute Raven mehr gute Laune kriegt. Ah, ist das schlimm hier mit den Damen, die immer so schwierig sind. Was machst du denn jetzt? Marmorbrocken schleppen, okay, ja. Und Isel trägt auch Marmorbrocken, okay. Major sitzt am Tisch und die Damen schleppen. So Hammers Kern. Oh Mann. Ah, das ist auch so eine kleine Macho-Kolonie irgendwie. Also, ihr Lieben, es geht so langsam voran. Wir haben inzwischen jetzt auch einen Forschungstisch. Wir haben sehr, sehr viel Essen. Und unsere Besucher sind bisher fast alle nett gewesen. Insofern hoffe ich doch mal, dass es auch noch entspannt weitergeht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt bis dahin eine gute Zeit. Verbringt einen schönen Tag und macht's gut. Bis denn und tschö!